Moin, wieder einmal schöne Grüße aus Austin, Texas und wieder einmal herzlich willkommen bei mir im Badezimmer. Und zur Feier des heutigen Anlasses möchte ich das Video mit einem kleinen Werbejingle beginnen. Mats ab. Ja, also wie man daran sieht und wie man auch am Videotitel sieht, geht es erstmal um mein Wild Root Cream Oil, das erstmal angekommen ist. Ich kann es einmal kurz hochzeigen. Also es sind drei verschiedene Größen sozusagen gekommen. Einmal ist dieses Produkt, über das ich auch gleich ein bisschen was erzähle, in so einer großen Flasche gekommen, ähnlich wie, also von den Ausmaßen her, ähnlich wie eine Flasche Jerry's Hair Tonic zum Beispiel. Es sind 15 Flüssigunzen drin, sind 444 Milliliter. Das gleiche gibt es noch in so einer etwas kleineren Flasche, sieht aus wie so eine Shampoo-Flasche, ist aber exakt das gleiche Produkt. Das sind nur 8 Flüssigunzen, also 236 Milliliter. Was ich mir noch bestellt habe, es gab noch so eine kleine Größe hier, so ein kleines Töpfchen mit Schraubdeckel, 3,3 Unzen, gleich 93,5 Gramm. Und das hier scheint ein etwas anderes Produkt zu sein, heißt nicht einfach nur Wild Root. Ja, das hier ist, und das andere, die große Flasche auch, ist Original Wild Root. Da steht noch The Natural Looking Hair Groom. Und das hier ist Wild Root Hair Cream. Ja, und die Inhaltsangabe hier nicht in Flüssigunzen und Milliliter, sondern Unzen und Gramm. Und auch die Zusammensetzung ist ein bisschen anders. Ich werde gleich nochmal im Detail darauf eingehen. Aber erstmal kann man halt sehen, die Sachen habe ich bekommen. Wild Root Cream Oil. Was ist das eigentlich? Wild Root war ursprünglich ein Hair Tonic, gibt es seit den 1910er Jahren irgendwann, also ursprünglich ein alkoholbasiertes Hair Tonic oder Haarwasser, ähnlich wie Jerez zum Beispiel. Und irgendwann in den 40er Jahren hatte dann jemand aus dieser Firma die Idee, ein alkoholfreies Haarwasser oder Hair Tonic herzustellen und hat ein Chemiker halt die Formel für dieses sogenannte Wild Root Cream Oil, also Cream Oil steht hier nicht mehr drauf, aber das war der ursprüngliche Name. Unter dem Namen Wild Root Cream Oil ist dieses neue alkoholfreie Produkt dann 1943 auf den Markt gekommen und war auch die 40er, 50er, 60er Jahre hindurch ein sehr beliebtes Haarpflegeprodukt. Diesen kurzen Jingle habt ihr schon gesehen, das war ein Werbespot aus den 1960er Jahren. Und woher ich den Namen dieses Produktes noch kenne, würde ich mal sagen. Also ich kenne es auch durch diverse Internetrecherchen über alte Haarpflegeprodukte. Aber wodurch sich mir dieser Name Wild Root so richtig eingeprägt hat, ist ein Roman von Stephen King. Ich weiß nicht, ob hier Stephen King-Fans zugucken. Ich bin ein großer Stephen King-Fan und einer seiner wirklich mit großem Abstand besten Romane, Der Anschlag. Vielleicht kennt es jemand. Geht im Großen und Ganzen darum, dass jemand eine Art Riss in der Raumzeit entdeckt und damit in die 60er Jahre reisen kann und will dann irgendwann den Kennedy-Mord verhindern. Und es ist ein wirklich sehr, sehr dickes, sehr umfangreiches Buch und wirklich ein sehr guter Roman. Und da gibt es auf jeden Fall eine Szene, da habe ich ein Foto von gemacht, kann ich euch einmal kurz zeigen. Kurz genug, damit ich nicht aussehe wie ein Hippie, hätte ich beinahe gesagt. Aber Baumer hätte nicht gewusst, wovon ich sprach. Wie ein Beatnik. Sie haben es ein bisschen wuchern lassen, finde ich. Er begann zu schneiden. Noch etwas länger, dann würden Sie wieder schwuler aussehen, dem der Jolly White Elephant gehört. Das würde ich nicht wollen, sagte ich. No, Sir, der sieht echt verboten aus. Als Baumer fertig war, puderte er meinen Nacken, fragte mich, ob ich Vitalis, Brill Cream oder Wild Root Cream Oil wolle und verlangte 40 Cent. Das nenne ich einen Deal. Ja. Und wie ihr seht, anscheinend aus Stephen Kings Sicht, der Stephen King ist ja auch schon ein bisschen älter, der erinnert sich vielleicht noch an diese Zeit, aber aus Stephen Kings Sicht waren das wohl so drei typische Barbershop-Produkte in den 60er Jahren. Und mittlerweile, ich bin auch sehr glücklich, dass ich sie jetzt alle habe. Ja, also Vitalis habe ich da, Vitalis Hair Tonic, Brill Cream habe ich natürlich auch da. Ja, gute alte Brill Cream und jetzt endlich auch Wild Root. Oder wie es früher hieß, Wild Root Cream Oil. Ja, okay, das sind erstmal die Hintergründe. Und dann möchte ich das einfach mal ausprobieren. Später gibt es übrigens auch eine Rasur, seht ihr im Videotitel, geht doch noch um ein Produkt von Barbasol. Also wenn ihr euch nur für Rasur interessiert, könnt ihr vorspulen. Das kommt auf jeden Fall später noch. Ja,
habe so ein bisschen, mit meinem leichten Bartwuchs sieht man es nicht so, aber ein bisschen stoppelig bin ich schon. Das heißt, eine Rasur lohnt sich. Und man sieht, die Haare sind relativ fettfrei, also die sind shampooniert, habe geduscht und sind jetzt so an der Luft getrocknet, da ist noch gar nichts dran. Also auch kein Hair Tonic oder irgendwas, die Haare sind ganz jungfräulich. Und deshalb möchte ich auch heute mal ohne Föhn gucken, was das so, wie dieses Wild Root so bei mir wirkt. Ja? Generell ist das ja so Frisiercremes, also ist für mich selber die Erfahrung, halten besser, wenn ich die Haare gut vorföhne. Kann ich auch nochmal testen, aber heute mache ich es erstmal an den luftgetrockneten Haaren und mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Ja? Genau, ich möchte nochmal kurz auf die Inhaltsstoffe eingehen. Wie gesagt, diese beiden Produkte hier sind identisch, sind nur verschiedene Größen. Da sind auch Anleitungen drauf auf Englisch und Spanisch. Erstmal Nummer 1, shake well before using. Ja, man sieht schon, dass es kommt in der Flasche, aber ist doch eher ein bisschen fest. Also keine Flüssigkeit und auch nicht wie eine Lotion, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern scheint schon eine etwas festere Frisiercreme zu sein. Keine Ahnung, ob mein Schütteln da was großartig bewirkt. Auf jeden Fall Nummer 1, shake well. Also man soll es erstmal gut schütteln. Nummer 2, massage a little into hair, das ist klar, in die Haare massieren. Comb as usual, wie gewohnt kämmen. So, woraus besteht das? Inhaltsstoffe: Wasser, Mineralöl, Petrolatum, also Vaseline oder weißes Vaselin, sagt man auch, mikrokristallines Wachs, Lanolin, Polyglyceryl 4, Oleat, also ganz ohne Chemie kommt das auch nicht aus, Bienenwachs, PEG8, Propylen, Glykol, Kokoat, nochmal Bienenwachs, okay, Polysorbat 80, Sodiumborat, Parfüm, Diazolidinyl, Urea und Jodopropionyl, Butyl, Carbamat, also Chemiekram ist da auch drin, wurde auch von in den 40ern von einem Chemiker entwickelt, auf jeden Fall hauptsächlich Wasser, Mineralöl, Vaseline, Mikrowachs und Lanolin, also das dürfte schon relativ fest sein, so wie das in der Flasche auch den Eindruck macht. Also vielleicht schon ein bisschen wie eine leichte Pomade. Ich guck mal, was ich damit gleich hinbekomme, ob ich es aus dieser Flasche überhaupt rausbekomme. Hat hier so eine Öffnung wie bei vielen Duschgels heutzutage. Und dann drücke ich mal so ein bisschen was da raus. Also ist natürlich eine Creme, aber eine relativ feste Creme, also auf jeden Fall fester als Brisk zum Beispiel. Man sieht aber, die zerläuft schon ordentlich. Aber fühlt sich sehr, also weniger flüssig als Brisk an, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, eine feste Creme, ein bisschen wie vielleicht Nivea oder sowas. Und hat einen sehr dezenten Duft, also irgendwie so ein typischer Cremeduft. Herber als Brisk auf jeden Fall und herber als Brill Cream, würde ich sagen. Aber sehr dezent. Also Brill Cream und Brisk, die duften stärker. So, und dann mal, so wie man es machen soll, in die Haare einmassieren. Wie gesagt, ich rechne schon damit, dass auch das bei mir mit Vorföhn besser halten wird. So komme ich dann generell mit Frisiercremes gut zurecht. Jetzt die letzten Tage habe ich eigentlich nur Frisiercreme benutzt. Ab und zu Groom and Clean, meistens Brill Cream. Also schon einige Tage keine Pomade mehr benutzt. Ich nehme mal noch ein bisschen mehr. Das ist eine schöne große Flasche, die wird eine Zeit halten und dann habe ich ja auch noch Reserven. Also nochmal so ein Batzen einmassieren. Von diesem authentischen 60er Jahre Produkt. Nehmen wir an, dass es authentisch ist, dass die Formel nicht großartig verändert wurde. Vielleicht ist es auch ein bisschen naiv von mir und Wunschdenken. Aber warum soll man sowas großartig ändern? Ich meine, wenn es nicht mehr zeitgemäß ist, bringt man halt ein anderes Produkt raus. Ja. Ich glaube, diese alten Produkte wie Brill Cream und Wild Root heben sich halt dadurch ab, dass sie
größtenteils noch die Originalrezeptur haben. So, mal kurz die Hände waschen. Und dann werde ich die Haare gleich mal kämmen. Jetzt zu Anfang wird es bestimmt schon ganz passabel halten. Bei Frisiercremes zeigt sich dann immer erst im Laufe des Tages, ob da die Haare ihre Form beibehalten oder ob die Frisur völlig ihren Geist aufgibt. So, wenn ich die Haare lufttrocknen lasse, bildet sich immer so ein sehr hoher Scheitel fast in der Mitte. Und dann ist es immer schwierig, einen guten Seitenscheitel zu finden. Vielleicht mache ich den Scheitel einfach mal da oben, wo er von Natur aus fällt. Und nicht so ganz in der Schläfenecke. Ja, wenn die Haare dann so fallen, wenn sie es sowieso wollen. Natürliche Wuchsrichtung. Dann hält das vielleicht auch ganz gut. Ja, okay. Das ist mein erster Versuch einer Wildroot-Frisur. Bin ganz zufrieden. Wie gesagt, wird sich dann zeigen, wie sich die Frisur im Laufe des Tages schlägt. Aber so hält es erstmal ganz gut. Vergleichbar mit Brill Cream. Vielleicht sogar ein bisschen mehr halt. Duft praktisch gar nicht mehr vorhanden nach dem Einarbeiten. Und ja, schöner natürlicher Glanz. Ja, okay, das war das erste Produkt für heute, Wildroot. Dann habe ich hier noch dieses kleine Töpfchen. Ich glaube, das werde ich ein anderes Mal separat testen, weil da die Inhaltsstoffe ein bisschen anders sind. Also auch Hauptinhaltsstoff ist Wasser, Mineralöl auch. Und dann kommt aber hier an dritter Stelle Glycerin, während hier an dritter Stelle die Vaseline kommt. Und die Zusammensetzung ist so ein bisschen minimal anders. Also werde ich einfach mal die nächsten Tage gucken, ob das ein anderes Produkt ist oder ob sich das großartig von dem in der Flasche unterscheidet. Ja, okay. Frisur ist fertig, dann kommt jetzt die Rasur. Ja, so. Die stoppeln, auch wenn man sie nicht wirklich sieht, aber das Kratzen stört einen eingefleischten Nassrasierer natürlich schon. Und da habe ich jetzt die letzten Tage auch ein neues Produkt bekommen, und zwar direkt von Barbasol. Ich werde die Produkte auch in meiner Beschreibung verlinken. Die Wildroot-Sachen habe ich aus einem Online-Shop, der übrigens auch in die ganze Welt exportiert. Muss man nur gucken, ob man sich um Zoll kümmern muss. Also könnt ihr euch mal angucken, ob ihr da vielleicht auch bestellen wollt. Das hier ist direkt von Barbasol. Weiß nicht, ob die auch nach Europa exportieren. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall habe ich hier von Barbasol die 1919 Classic Shaving Cream bekommen. Ja? Und diese Shaving Cream ist der Original Rasiercreme von Barbasol aus dem Jahr 1919, offenbar nachempfunden. Barbasol ist, glaube ich, besonders bekannt durch diesen Rasierschaum hier aus der Dose. Den haben die, glaube ich, auch erfunden, gibt es seit den 50er Jahren. Gibt von Barbasol auch, wenn man hier in den USA in der Drogerie ist, gibt auch Einwegrasierer, Rasierhobel. Systemrasierer. Ein Rasierhobel von Barbasol gab es irgendwann früher auch mal und auch Klingen dazu. Es gibt auch ein Aftershave, Barbasol Brisk, das habe ich nicht. Ja. Wie gesagt, der ist ganz berühmter Schaum, aber Barbasol gibt es schon länger als diesen Rasierschaum aus der Dose. Barbasol gibt es seit 1919 und was die zuerst rausgebracht haben, war eine Rasiercreme und auch damals schon innovativ eine Rasiercreme, die eine irritationsfreie Rasur ermöglicht, ohne dass man mit dem Pinsel einen Schaum aufschlägt, sondern die man einfach mit der Hand auf dem Gesicht verteilt. Ja? Also eine Brushless Shaving Cream, eine pinselfreie Rasiercreme. Ich glaube, die US Army wurde auch damit beliefert. Sollte halt besonders praktisch sein, weil man im Feld vielleicht nicht immer Zeit oder so hat, um sich großartig eine Rasierseife mit dem Pinsel aufzuschäumen. Einfach so eine Tube mit der Hand ins Gesicht und dann kann man rasieren. Das war die Idee. Und das wurde jetzt als so Classic Edition irgendwie wieder rausgebracht, wobei es, glaube ich, auch bis heute ohne diese Special Edition hier immer so Brushless Shaving Cream von Barbasol zu kaufen gab. Ja, okay, aber die möchte ich einfach mal ausprobieren. Gucken, wie ich damit zurechtkomme. Als Hobel nehme ich den
den Gillette Heritage, den es in dieser schönen Fake Leather Schatulle mal gab, begrenzte Stückzahl. Ja, habe ich, glaube ich, in einem anderen Video schon mal vorgestellt. Den nehme ich heute auch mit einer Gillette Klinge, nämlich Gillette, ich weiß nicht, ob man Nacet oder Nacet sagt. Ich glaube, es ist ein polnisches Wort. Nacet, müsst ihr aber nochmal nachgucken. Auf jeden Fall diese Gillette Klinge mit dem Krokodil drauf. Und weil ich jetzt hier schon in so einer klassisch amerikanischen Reihe bin, ja, Wild Root in den Haaren, die Classic Shaving Cream, der klassische Rudel. Dann gibt es als Aftershave noch den Klassiker Skin Bracer bei Männern. Ja, da werde ich mir das mal angucken. Also gucken wir uns mal diese Rasiercreme an. Besteht aus Wasser, Stearinsäure, Triethanolamin, Cetylalkohol, Bienenwachs, Kokosöl, Hydroxyethylcellulose und noch so ein paar andere Sachen. Shea Butter, Aloe, Glycerin, Parfüm und noch so eine weitere Chemikalie. Und man soll erstmal das Gesicht anfeuchten, mache ich sowieso, also gleich mal ein bisschen heißes Wasser ins Gesicht und dann einfach ein kleines Stück, nickel-sized, dann direkt mit der Hand aufs Gesicht auftragen. Also gucken wir mal, wie das läuft. Ja? Heißes Wasser erstmal. So, und jetzt hiervon, no brush, no leather, Messenger, nickel-sized amount, nickel, ich komme mit diesem amerikanischen Kleingeld noch nicht so zurecht, ich weiß, was ein Quarter ist, aber Nickel ist das 10 Cent Stück, ich denke mal sowas ungefähr ist gemeint, ja, so ein mini kleiner Klacks. So, und das dann einfach auf den zu rasierenden Bereich schmieren. Bei mir ist das alles aktuell, wobei ich auch schon Koteletten hatte bis hier. Als ich so 18, 19, 20 war, hatte ich auch so ganz lange Koteletten bis hier. Irgendwann hatte ich auch mal so eine Fräse. Aber momentan bevorzuge ich doch alles glatt. Diese Creme ist schon ziemlich hartnäckig an der Hand, merke ich. Ich glaube, der Effekt soll hauptsächlich sein, dass ein schöner Gleitfilm für den Rasierer erzeugt wird, damit nichts hängen bleibt, nichts zieht, nichts hakt. Ja, deshalb, also auch nach dem Hände kurz unter heißes Wasser halten, so ein seifig-schmieriges Gefühl an der Hand. Riecht auf jeden Fall auch gut, riecht nicht wie der Barbasol Rasierschaum. Riecht ein bisschen anders, auch ein bisschen herber, habe ich das Gefühl. Und das Wichtigste ist, dass gleich der Rasierer gleitet und dass es keine Hautirritation gibt. Ja? Sieht jetzt erstmal nicht nach viel aus. Okay. Also wenn man sich sonst mit dem Pinsel und Seife so einen schönen dicken Schaum aufschäumt. Ist das hier schon etwas ungewohntes Gefühl? Und das ist auch so ungewohnt, dass man irgendwie gar nichts richtig auf dem Gesicht hat. Es rasiert auf jeden Fall. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Also es rasiert, die Stoppeln werden erfasst. Und es zieht auch nicht oder so, das ist positiv und fühlt sich auch noch nicht irritiert oder ähnliches an. Das ist wirklich sehr ungewohnt, dass man dann nicht so eine Ladung Schaum am Rasierer hat, sondern so ganz, ganz wenig von diesem weißen Schmodder, wo die Stoppeln drin hängen.
Und das geht auch, so wie das auch von den Händen schwer abging, es geht auch relativ, es hängt auch ziemlich hartnäckig am Rasierer, vor allem zwischen Klinge und Schaumkante. Weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und da hängt so ein ziemlich dichter Cremeschmodder drin. Muss man vielleicht nach der Rasur einfach umso gründlicher den Rasierhobel reinigen. Ja, Klinge am besten raus und alles einmal abspülen, vielleicht mit einem Handtuch einmal kurz abwischen. Ja, also ich bin nach wie vor skeptisch. Aber ich weiß nicht, ob man es hört. Also die Stoppeln werden erwischt und es ist vor allem irritationsfrei und es zieht nichts. Und das ist wahrscheinlich der Sinn der Sache. Ist wahrscheinlich ursprünglich wirklich auch dafür gedacht, dass man sich mal eben schnell vor der Arbeit rasieren kann und nicht so ein ganz großes Brimborium mit Seife und Pinsel und so weiter macht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das gut angekommen ist. Also es, damit lässt sich rasieren. Ist auch auf dem Gesicht sowie auf den Händen so ein schmieriger, seifiger Film. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen ungewohnt. So, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist alles ab. Dann mal kurz die Hände waschen, dann mal kurz das Gesicht mit kaltem Wasser wieder abspülen, hoffen, dass dieser Glitschfilm auch abgeht. Also man merkt vielleicht schon, ich bin nicht ganz eindeutiger Meinung. Ich bin so ein bisschen gespalten. Also es rasiert sich damit, wie ich schon erwähnt habe, gründlich und ohne Reizung. Aber dieser glitschige Film, den man sich dann auch so mit dem Handtuch abrubbeln muss und der an den Händen ist und am Rasierer hängt, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So. Das klassische Aftershave nicht vergessen, Skin Bracer bei Männern. Ist glücklicherweise hier in den USA auch überall zu kaufen, wo es ein Minimum an Rasierzeug gibt. Also Walmart, Walgreens, CVS haben das eigentlich alle. So, jetzt reibe ich natürlich mit der Hand im Gesicht rum und dann bildet sich gleich wieder so ein leichter weißer Schmierschaum. Ist natürlich ein bisschen eigenartig. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie ich damit verfahre. Guck erstmal, ob sich das im Laufe der nächsten Minuten irgendwie von selbst verflüchtigt. Ja? Okay, das war jetzt nach der Frisur die Rasur. Also mit Barbasol 1919 Classic Shaving Cream. Ja, ganz klassisches Produkt. Gab es viele Jahrzehnte. Und ich glaube, Varianten davon gibt es auch bis in die heutige Zeit. Und das ist jetzt wieder irgendwie so eine Retro-Edition, die wohl dem Original nachempfunden ist. Ja, aber eine ganz tolle Ergänzung für den Rasierkram, der sowieso schon da ist. Gut, da bin ich für heute fertig. Hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr fandet die Produkte auch so interessant wie ich. Besonders über das Wildwood Cream Oil bin ich ganz besonders froh, dass ich das endlich gefunden habe, nachdem die letzte Bestellung storniert wurde, weil es wohl nicht mal auf Lager war. Aber es gibt es anscheinend noch und jetzt habe ich erstmal genug davon da. Ja, okay,
Dann gucken wir mal, wann wir uns wiedersehen. Vielleicht kann ich ja mal wieder irgendwas aus Austin zeigen, wenn ich ein bisschen auf Erkundungstour bin. Ansonsten gucke ich mal, was ich noch so für Ideen habe und was ich vielleicht doch noch für klassische Produkte finde. Also ich habe noch so ein paar Sachen im Hinterkopf, die aber wirklich schwer zu bekommen sind. Deshalb muss ich mal gucken, was ich da noch so für Schätze zutage fördern kann. Ja, erstmal wieder danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ask for it in bottle or tube.